Ja, moin! Herzlich willkommen zu einem neuen Klemmbaustein-Video. Diesmal wieder mal etwas komplett anderes. Es handelt sich nämlich um das Q-Man 1135 Modell oder Game nennt sich es, das, was man hier sieht. Man baut ein Game, eine Spielhalle. Ja, ab 6 Jahren. Unser 6-jähriger Sohn hat es tatsächlich komplett alleine gebaut. Das heißt, das ist auch richtig so. Und es hat 461 Teile und 4 Minifiguren. Da, 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 da. Da ist es. Das gute Stück. Und ja, ich glaube, es gibt keine Klemmbaustein, Lego, was auch immer, Stadt, die existieren darf, ohne eine coole Spielhalle wie diese. Das muss man einfach mal sagen. Bevor ich die näher zeige, einmal die Minifiguren. Ich blende sie natürlich wie immer auch wieder ein. Ja, 4 Stück, die tatsächlich, finde ich, sehr witzig aussehen. Unterscheiden sich von denen vom großen Marktführer anhand des großen Kopfes in dieser Form. Und ja, haben nette Gesichtsausdrücke, schicke Frisuren. Und ja, ich finde, kann man einfach tatsächlich so laufen lassen. Mit denen spielen meine Kinder sehr gerne. Sind so ein bisschen anders im Aufbau, da es so einen langen Doppelstab gibt, der im Grunde in den Körper eingeführt wird. Und der hält dann auch den Kopf noch mit von unten. Also sind sehr stabil tatsächlich. Ja, hoppala. Also die 4 Helden der Nation hier. Oder 3 Helden, eine Heldin. Die machen doch mit unseren Kindern hier sehr, sehr viel Spaß und sind schöne Figuren. Dieses Ding hier musste ich haben, weil es mich sehr an mich erinnert hat, meine Jugendkindheit. Hier ist nämlich viel dabei, was wirklich sehr, ja, wie soll ich das sagen, sehr, sehr oldschool ist auf einem gewissen Maße, aber trotzdem sehr zu gefallen weiß. Fangen wir an mit dem, was daneben ist. Wurde jetzt hier drauf gebappt. Es gibt einen kleinen Eisstand. Dieser Eisstand bietet Softeis und anderes Eis. Das Glas, ja, kann man fast trinken. Hat aufmachbare Türen, kann man auch nochmal Eis verstauen. Alles ist zum Aufkleben und tatsächlich vorneweg einmal noch. Die Klemmkraft hier ist super. Es passt sehr gut zu den Steinen des Marktführers. Auch da überhaupt keine Bedenken. Ja, insofern, hier hatte auch Henrik mit 6 keine. Ich musste selten irgendwie nachjustieren, mal gucken. Es gibt ja einen kleinen Teil hier, da habe ich mich gefragt, ob irgendwas falsch ist, aber ist es nicht. Da müsste man vielleicht selber noch mal ein bisschen verstärken. Aber sonst hat er das eigentlich sehr gut gebaut. Genau, also neben dem Eisstand eine kleine Bank draußen, ein Game Room Schild, was sich bewegt und ein bisschen Lichter simulieren soll. Dieser Game-Schriftzug, das ist das einzige, Papa. Ich muss leider schreiben, kannst du mir helfen? Das habe ich für ihn gebaut. Hier oben fällt mir gerade so ein. Und dann vor der Tür schon so ein kleiner und sehr schicker Spielautomat. Das ist so ein ganz klassischer, wo man mit so einem Greifarm etwas rausholen könnte, wenn es denn geht. Hier so ein Teddy. Und ja, das ist tatsächlich das, was man von außen sieht. Schöne Balustrade hier draußen. Oben eine Glaswand, sodass man schön durchgucken kann. Und hier nochmal so eine kleine Beleuchtung. Genau, und wenn man das Ding dann umdreht, dann ist das wirklich voll mit allem, was das Herz begehrt. Und fangen wir unten an. Gibt es hier so ein, wie man sie von früher kennt und auch heute noch, gibt es die in Spielhallen. Meine Kinder, wenn sie es denn mal zweimal haben, ist glaube ich gemacht worden, immer unbedingt sich reinsetzen. Gibt es so einen Racing-Simulator, wo man quasi richtig auf dem Stuhl sitzt und dann ja, fahren kann. Auch hier wird alles aufgeklebt. Und dann noch, schön, dass man es drehen kann, so eine Dance Station, wo man halt unten auf dem Fußboden tanzt und dann wird das hier angezeigt. Das ist auch wirklich so ein ganz klassisches Ding. Vergesse ich jetzt irgendwas? Ja, hier noch so ein Wechselgeldautomat, auch der passt da einfach super rein. Und dann kommen wir nach oben. Da gibt es natürlich noch das absolute Highlight, Shuffle Pack. Ich blende es ein, ich zeige es jetzt mal nicht groß. Tatsächlich mit Puck funktioniert auch super. Klasse Idee, sieht originalgetreu aus. Und dann noch ein kleiner, ja, quasi so ein Street Fighter Automat. Ein Stick und Leute kämpfen. Ja, das ist tatsächlich dieser Game Room. Es fehlt noch ein Skateboard, sieht man hier auf dem Bild. Einer der Spieler, SFH-Figuren, hat eigentlich ein Skateboard. Das ist Henrik tatsächlich zerbrochen beim Auseinanderbauen oder er wollte die Räder unten reindrücken und hat nicht aufgepasst. Und wie bei allen Human Colorful City Dingern setzt man auch so Platten. Diese Platten sorgen dann dafür, man sieht es hier, dass man es theoretisch mit allen anderen zu einer Stadt zusammenbauen könnte. Aber landet hier im Altpapier. Wir haben da die Noppen
Straßen. Kurz zum Zusammenbauen, auch hier gibt es ein wunderschönes Regelheft. Dieses Regelheft selber bietet eine ganz solide Anleitung. Nur am Anfang hatte Henrik mit 6 ein bisschen Schwierigkeiten, weil das eine Riesenplatte war und man so blau-weiß ja einen richtigen Punkt anbringen musste. Das hat ihn alles ein bisschen, musste er nochmal neu anfangen, hat aber auch problemlos gemacht. Auch hier ist es wieder so, während beim großen Marktführer 1 oder 2 Teile pro Seite angebracht werden, sind es hier mal locker auch 10. Aber das ist alles sehr gut dargestellt. Es gibt immer so Zwischenschritte, was man denn wie macht, wie man aufklebt, wie man es dann zusammenbaut, bevor man es draufsetzt. Die ist vollfarbig, die Anleitung, und ja, super. Das ganze Ding ist tatsächlich, ach ja, was ich kurz zeigen wollte, ist so ein bisschen hier eine kleine Unebenheit. Da habe ich mich gefragt, habe ich beim Bau nicht bemerkt, was da nicht stimmt. Aber ist zu vernachlässigen für Spielen, kann man natürlich einmal verstärken mit so einer Dreierplatte irgendwie drüber, die die alle ein bisschen mehr zusammenhält. Es wird halt nicht zusammengehalten zu den Seitplatten. Das wäre so meine einzige Kritik an dem Ganzen. Sonst ist das tatsächlich das wahrscheinlich meistgeprügelte Set hier zwischen den Kindern. Wer darf es haben? Das war ein großer Kampf hier. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt landet es auf der Stadt, aber auch Sophia wollte es unbedingt. Und ja, insofern kann ich nur sagen, das ist wirklich toll. Das gibt in der Stadt nochmal eine ganz andere Nuance. Es gibt ja 1000 Geschäfte und da gibt es ja alles eigentlich zu kaufen. Aber diese Spielhalle mit diesen Funktionen, gut von hinten zu bespielen tatsächlich. Ja, jetzt fährt noch eine Tür, weiß ich nicht. Nee, dafür ist es zu eng. Preis muss ich tatsächlich mal hinschreiben. Oder blende ich jetzt ein. Ist auf jeden Fall auch, ich weiß nicht, waren keine 30 Euro, waren eher deutlich drunter. Ein Preis, wo man ja nicht drüber nachdenken muss, wenn man Lego oder in diesem Fall ist es ja nicht Lego, ein Klemmbausteinbauer ist und das in seiner Welt irgendwie haben möchte, dann sofort machen. Das macht auch Erwachsene froh und das spielt man doch gleich viel lieber mit, würde ich sagen. Ja, kurz und knapp, wollte ich dieses Set unbedingt vorstellen, musste es meinen Kindern nochmal entreißen, die damit schon ganz viel machen wollten. Es ging leider noch nicht. Insofern große Empfehlung von mir hier, diese Game Room von Q-Man. Ja, ich freue mich, ich habe noch andere Klemmbaustein-Videos gemacht, guckt sie euch gerne an, aber auch Brettspiele, Rollenspiele, hier gibt es alles. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach dran bleibt und uns mir hier weiter folgt und kann in dem Sinne nur sagen, ich wünsche euch jetzt einen, wann immer ihr dieses Video gesehen habt, guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht und sage auf Wiedersehen.